Dankeschön. Ich freue mich doch auch. So, meine Damen und Herren, ja, und ich weiß ganz genau, ich freue mich auch schon sehr auf die Weltmeisterschaft 2006 hier im eigenen Land. Und ich weiß auch, wir werden Weltmeister, ja, weil das liegt alleine schon an unserem Gute-Laune-Team-Chef. Der Jürgen Klinsmann, der ist immer so wohl voll happy mit der Mannschaft, ja. Und wir haben ja auch schon in den Vorbereitungsspielen alle wichtigen Mannschaften eklatant geschlagen. Österreich, Südafrika, Iran, ja. Haben Sie das Spiel gesehen gegen den Iran? 110.000 Zuschauer, nur Männer, keine Frauen, keine Ausschreitungen. Weil, Moment. Ja, Sätze wie, sind wir jetzt die Gelben oder die Weißen? Gibt es da nicht, ja? Oder andere Sachen wie, oh, ist der süß. Ist das der Beckham? Wen meinst du, den mit der 13? Ja, genau der. Da, wo Ballack hinten drauf steht. Und wir haben ja auch eine super Mannschaft, ja, Per Mertesacker, Oli Kahn und wen es noch so alles gibt, ja. Ich finde, andere Leute sollte man holen, zum Beispiel Toni Ailton. Ich weiß nicht, ob Sie noch nicht sich an den erinnern können. Den fand ich klasse. War 5 Jahre in Deutschland, jedes Jahr ein neues Wort dazugelernt, ja. Hat damit aber perfekt jedes Interview gemacht. Immer so, Ailton, wo du kommst, mach ich bin ja Mannschaft, Fan, lieber Ole, ja. Andere richtig gute Leute haben wir ja schon, zum Beispiel Kevin Kurani. Das ist ja der, der so mal ein bisschen sprechen tut, so wo man jetzt kommen läuft. Ja? Ja, ist aber super erfolgreich, macht sogar schon Werbung für Nutella. Gut, Nuspli und Fentis wäre auch eher doof. Ich finde, die sind aber auch gemein bei Nutella, ja? Kennen Sie die Werbung, wo er so fragt, und, was wolltest du früher werden? Fitnesstrainer. Gut. Es gab wohl keine anderen Jobs für ihn. Ja? Aber wir haben ja noch so einen Sprachstürmer in der Mannschaft, ja? Lukas Podolski. Prinz Polios Girl. Das ist ja einer, der spricht eher so, oh, schon mal, spiel mal, Trainer, spiel schon, oh, freu ich mich auch, ich fahr hier, ich fahr spielen, ne? Einfach so, ach, dritte Klasse habe ich, spiel nur noch Fußball, ja? Ja. Und am tollsten finde ich immer die Interviews von Lukas Podolski. Die sind so auf den Punkt. Ja? Da war zum Beispiel neulich ein Interview, da kam so der Reporter zu ihm hin. Ja, Herr Podolski, Sie spielen ja sehr erfolgreich für die deutsche Nationalmannschaft. Wollen Sie das denn weitermachen? Nur Spappe Köln. Okay. Und wo geht's jetzt noch nach dem Spiel hin? Nur Spappe Köln. Okay. Wenn Lukas Podolski, Kevin Kurani und Ailton zusammen spielen sollten, möchte ich, dass die verkabelt werden, ja? Damit wir alle ein bisschen was zu lachen haben auf dem Platz. Also Ailton so, ja komm, Macken, wollen wir mal hier, komm, spiele mal hier rüber, wo du schießt, ole. Na, ich will ja gar selber auch die ganze Zeit, aber krieg ja selber nicht den Ball. Nur ich will mal spielen, Trainer, aber spiel schon mal toll. Ich will auch, dass die gefilmt werden, wenn die privat unterwegs sind, ja? Wenn so Ailton auf die Leute zukommt, so Ailton morgen gegen Kino, ole. Ja? Ja, jetzt habe ich mir mal einen Film rausgesucht. Hier läuft Star Wars Episode 3. Die Rache der Sith. Oder Video, Sixth Sense.
Lukas, kommst mit? Nur ich bleib in Köln. Da fragt man sich doch auch immer, was machen die, wenn die Fußballkarriere mal beendet ist? Ich glaube, Toni Ilton ist schon jetzt derjenige, der bei mir mal die Pizza-Bestellername macht, ja? Aponga, komm, mach mal klingeln hier, vierter Stock, Pizza, weil klingeling, Ulle, ja? Kevin Kurani. Klar, der moderiert später mal Punkt 12. Und Lukas Podolski sehe ich schon als gut gelaunten Taxifahrer durch Köln fahren. Ja? Immer so, oh, ich muss mal ordentlich mal fahren, oh, so, zu so, oh, Stau. Ja? Herr Podolski, können Sie mich jetzt vielleicht zum Flughafen nach Düsseldorf fahren? Nö, ich war in Köln. Dankeschön.